hier könnte ich doch eigentlich ein wunderschönes Plakat aufhängen. Das würde doch bestimmt toll aussehen, oder? Oder vielleicht mache ich noch eine Zeitungsanzeige. Die Zeiten, wo du so Kunden gewonnen hast, sind vorbei. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die man machen kann als nur Online-Marketing. Und darum geht es heute. Was kannst du sonst an kreativen, erfolgsversprechenden Aktionen machen, um dein Marketing, deine Kundengewinnung nach vorne zu preschen, zu ballern, was auch immer. Also, wir gehen einfach mal ein paar Ideen durch. Zu ein paar Sachen erzähle ich mal, wie wir das gemacht haben, was das kostet und ob das was gebracht hat. Und in der Hoffnung, dass für dich was dabei ist. Aber jetzt an dieser Stelle, weil ich das immer erst am Ende sage, würde ich mich freuen, wenn du das jetzt hier über YouTube guckst zum Beispiel, wenn du mal auf das Däumchen klickst, ich meine, das dauert hier eine Sekunde und dann kannst du ja mal gerne draufklicken. Das wäre doch Gold wert für uns und den Algorithmus, weil nur so kam ich dazu, mir ein neues Auto zu kaufen. Ja, also, wir fangen mal mit dem ersten Thema an, was erstmal unspektakulär klingt, aber nennen es mal ein eigenes Event zu organisieren. Ich habe in den letzten über 15 Jahren viele Startups, Unternehmer, Selbstständige, was auch immer gecoacht. Und ich muss ehrlich sagen, die meisten tun sich extrem schwer, ein eigenes Event zu organisieren. Vor allem dann ein eigenes Event zu organisieren, was sehr hilfreich sein kann. Weil du kannst über verschiedene Seiten Räumlichkeiten mieten, wenn du die jetzt nicht selber hast. Teilweise für irgendwie 200 Euro am Tag. Von mir aus auch für ein bisschen mehr. Aber es muss ja kein eigenes Event sein, direkt wo 500 Leute hinkommen, sondern was eine kleine Gruppe ist. Egal, ob das jetzt ein Workshop ist, ob das Seminare sind, ob das ein Netzwerkevent ist oder was auch immer. Dann könntest du ja auch überlegen, ob du vielleicht Leute dazu einlädst, die schon Reichweite haben. Also stell dir vor, du bist eine Social-Media-Agentur, würdest dann sagen, du hältst da einen Vortrag oder jemand aus deinem Team. Du lädst dann aber noch Felix Tönnissen ein. Felix Tönnissen macht auch noch Werbung dafür. Felix Tönnissen hält da auch einen Vortrag und dann kommen auch noch irgendwelche Leute aus der Felix Tönnissen-Community. Dann kann es ja schon fast sinnvoll sein, sich dort einen Speaker zu buchen oder jemanden zu buchen, der zusätzliche Reichweite hat. Oder du lädst Leute ein, die Reichweite haben und die kostenlos kommen dürfen, wenn sie dafür eben ein bisschen Promo machen. Am besten funktioniert sowas immer dann, wenn es wirklich maßgeschneiderte Inhalte für die Zielgruppe sind. Also das heißt, wenn es etwas ist, was die Leute und den Need der Leute und die Probleme der Leute richtig trifft, weil es gibt natürlich tausende Arten von Events. Und Event-Tickets zu verkaufen ist super easy. Also du kannst die ganz normale Berechnung verkaufen, ganz einfach. Du kannst hingehen und sagen, ich nutze sowas wie Eventbrite. Du kannst sowas über Digistore, Copecard, Elopage oder keine Ahnung was verkaufen. Also super viele Möglichkeiten, das eben effektiv aufzubauen mit einem eigenen Event mit kleinem Budget. Mein erstes Event hat mich, glaube ich, 500 Euro gekostet. So, hat mir aber auf jeden Fall direkt Kunden gebracht. Es ist auch, kann dazu dienen, Social-Media-Content zu produzieren. Es kann dazu dienen, sonst irgendwas zu machen. Sehr, sehr hilfreich. Das ist das Erste. Das Zweite, womit sich auch zu wenige Leute auseinandersetzen, sind Messen. Klingt auch super unspannend, aber es ist immer eine Frage, wie ich es mache. Also, es gibt fast zu jedem Thema eine Messe. Eine Online-Marketing-Messe, eine Steuerberater-Messe, eine Handwerker-Messe, eine Messe für Fantasy-Produkte, keine Ahnung was. Such doch mal bitte die Messen raus, die in deinem Bereich relevant sind, wo du das Gefühl hast, ah, da könnte sich meine Kundengruppe aufhalten. Und manchmal können das ja auch Messen sein, die gar nicht so direkt auf der Hand liegen, wo du so sagst, ja, ich habe Frauen im Alter von 30 bis 50 und ich gehe dann auf irgendeine Messe, wo Kinderprodukte verkauft werden, obwohl ich selber keine Kinderprodukte mache. Auf einer Messe hast du ja zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder als Besucher hingehen oder du kannst halt quasi aber auch einen Stand dort machen. Also da hast du ja sehr viele Sachen. Und manchmal sind die Investitionen in einen Messestand überschaubar. Also was kostet ein Rollup heute? Ein Rollup kriegst du ab 80 Euro, einen kleinen Messestand kriegst du wahrscheinlich für 500 Euro und auf manchen Messen kostet auch ein Stand nur 500 Euro. Klar, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt hier irgendwie einen Messestand auf der OMR haben oder ich will einen Messestand irgendwie auf der IAA haben, dann wirst du natürlich andere Beträge bezahlen. Aber das wird trotzdem für mich total unterschätzt, weil da ist deine Zielgruppe, da laufen deine Leute rum und es gibt so viele Messen. Also es gibt in Düsseldorf große Beauty-Messe. Jetzt kannst du sagen, was habe ich mit Beauty zu tun? Ich mache Online-Marketing und Social Media. Ja, aber da laufen nur Leute rum, die selbstständig sind als Kosmetikerinnen oder Kosmetiker oder ein Kosmetikinstitut oder eine Kosmetikbrand haben. Könnte ja wieder interessant sein. Es gibt eigene Messekataloge, also du kannst auf Messeseiten gehen, wie Messe Düsseldorf, Messe Frankfurt, Messe Essen und kannst dir einfach angucken, was da so für Events stattfinden.
Du kannst dich aber natürlich auch intensiver damit auseinandersetzen. Du kannst gucken, wo sind so die Branchentreffs, die stattfinden. Es können kleine Messen sein, es können regionale Messen sein. Hier, selbst bei mir in Viersen, hier wird eine Gründermesse. Ja, da sind dann 25 Leute. Klar, da kann man dann überlegen, okay, macht das irgendwie Sinn, auf der Gründermesse in Viersen irgendwie einen Stand zu machen oder ist das völliger Quatsch? Ja, also kann man diese Sachen durchgehen. Dritte Möglichkeit. Ich will auch was zum Thema Online-Marketing sagen. Und zwar passende Lead-Magneten zu entwickeln. Also ein Lead-Magnet, ein Freebie, was dazu dient, irgendwie Kontaktdaten deiner Leute zu bekommen. Nur machen alle immer nur das Gleiche, weil alle machen immer das, was alle eigentlich machen. Also das heißt, alle machen Webinar, also machen alle irgendwie ein Webinar. Ja, so. Und da hinzugehen und zu überlegen, was kann ich da machen? Also wir haben zum Beispiel jemanden, ich verlinke dir das mal in den Shownotes. Wir haben 99 Fragen. Wir haben so ein Workbook gemacht. 99 Fragen, die du beantworten solltest, wenn du ein erfolgreiches Business haben möchtest oder hast und es noch erfolgreicher machen willst. So ein Workbook ist total geil. Kannst du das auch ausdrucken. Hast du 99 Fragen, die du sozusagen durchgehen kannst. Ja, ich verlinke dir das mal. Und das kannst du halt in Videos integrieren. Das kannst du auf deiner Webseite integrieren. Du kannst Ads dafür schalten. Du kannst es aber auch auf der Messe verteilen. Du kannst damit viel machen. Auch mehr machen als nur Facebook-Ads. Das Wichtige bei Lead-Magneten ist aber natürlich, dass das ein passender Lead-Magnet ist. Dann kommen wir zu einem meiner, wir knallen die einfach mal hintereinander weg, einem meiner Lieblingsthemen, verrücktes Direktmarketing. Also, das heißt, dass du hingehst und überlegst, wie kann ich ungewöhnliche Werbung machen? Also als Beispiel, du könntest ja einen Rettungsring verschicken. Du verschickst jetzt einen Rettungsring an eine Firma und schreibst, ey, mir ist aufgefallen, ihr Marketing säuft gerade ab, wenn sie Lust haben, ihr Marketing nach vorne zu bringen, dann hier Rettungsring. Oder du würdest quasi eine Pizza bestellen für den Geschäftsführer von einem Unternehmen, würdest sie dahin liefern lassen und machst einen Zettel rein, wo drauf steht, ja, mir gedacht, sie könnten die Pause mal genießen, wenn sie mehr Zeit haben wollen und mehr Dinge genießen wollen, dann nehmen sie doch mal unsere Prozessoptimierung in Anspruch. Was auch immer es ist, ich kann sehr viele Dinge machen und sehr viele Dinge machen, die sich hier von anderen Sachen abheben. Weil, seien wir ehrlich, die meisten machen Marketing und Werbung auf die gleiche Art und Weise. Und das bringt aber meistens nichts, weil es einfach nicht auffällt, weil es nicht kreativ ist. Und hier hast du die Möglichkeit, vielleicht auch mit kleiner Kohle was zu machen. Und das hilft dir vielleicht auch mal, wenn du das mal ins Verhältnis setzt zu Facebook-Werbung. Also wenn du hingehst und sagst, was weiß ich bezahle für einen Lead, wenn sich jemand mein E-Book runterlädt, keine Ahnung, ein Zehner, dann könntest du ja auch überlegen, okay, wenn ich jetzt jemanden was per Post schicke, dann kann ich ja für 10 Euro habe ich auch schon Porto und irgendwas da drin, da kann ich auch schon ein paar Sachen mitmachen. Und viele Leute denken gar nicht mehr über diese Offline-Sachen nach, finde ich manchmal etwas schade. Nächste Möglichkeit, Sponsoring von relevanten Veranstaltungen. Überleg doch mal genau, was du tun oder machen kannst oder wo es Veranstaltungen gibt, wo du als großzügiger Sponsor auftrittst. Also, du kannst ja überlegen, welche Veranstaltung gibt es mit einer hohen Zielgruppenüberschneidung, also einer hohen Zielgruppenüberschneidung bezogen auf deine Zielgruppe. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, wie du das sponsern kannst. Es kann jetzt ein finanzielles Sponsoring sein, es kann auch ein Sachsponsoring sein oder keine Ahnung was. Natürlich kann das auch das regionale Schützenfest sein. Hatte ich mal bei einem Immobilienmakler, der ganz groß das regionale Schützenfest gesponsert. Die Leute fanden das aber so geil, hat den glaube ich 10.000 Euro gekostet, dass der danach irgendwie 10 Häuser in der Vermarktung gekriegt hat, mit denen er, keine Ahnung, 250.000 Euro verdient hat. So, dann habe ich 10.000 Euro investiert und habe 250.000 verdient. Also zu überlegen, wo macht es Sinn, an meiner Bekanntheit sozusagen zu arbeiten. Ja? Und du kannst natürlich auch über eigene oder über Cross-Promotion nachdenken. Also wo kannst du hingehen und kannst über deine eigenen Kanäle noch auf das Event aufmerksam machen und noch mehr Leute in das Event reinholen. Dann haben wir noch Guerilla-Marketing. Guerilla-Marketing, also die Guerilla-Kämpfer aus dem Urwald, das sind so die, die überfallartig irgendwo hinkommen. Also verrückte, teilweise in der Grauzone befindlichen Ideen, Sachen, die ich mit wenig Budget machen kann. Da einfach mal die Empfehlung, geh mal zu Google, in die Google-Bildersuche. Gib mal in die Google-Bildersuche ein Guerilla-Marketing. Da kriegst du so verrückte Sachen. Also Meister Propper hat mal bei den Zebrastreifen einen von den Streifen ganz weiß gemalt und daneben so ein Meister Propper gemacht, um zu zeigen, wie sauber und wie rein etwas wird, wenn Meister Propper das sozusagen reinigt. Also auch hier gibt es super viele abgedrehte Sachen. Ja, du nimmst 5 Mitarbeiter, steckst sie in ein Kostüm und lässt sie durch die Innenstadt laufen. Ja, also ich kann da ganz viele abgedrehte Sachen machen.
Ich muss nur überlegen, was ist kreativ? Und bei manchen Sachen kann man auch überlegen, ja, darf ich das? Und könntest sagen, naja, ich bin mir unsicher, es ist aber jetzt eigentlich nicht so schlimm. Und vielleicht macht man es doch. Das heißt, selbst wenn sich jemand darüber aufregt, ist vielleicht der Nutzen daraus sogar noch viel größer. Okay, und ein letztes, was ich dir gerne noch mit auf den Weg geben will, ist auch völlig unterschätzt, sind Kooperationen und Partnerschaften. Schau mal, es gibt ja schon ganz viele Leute, die deine Zielgruppe beackern, die schon Kunden aus deiner Zielgruppe haben, die Produkte und Dienstleistungen für deine Zielgruppe anbieten. Als Beispiel, wir machen kein Social Media, aber es gibt ja super viele Social Media Agenturen, die für Unternehmer, für Selbstständige, für irgendwas arbeiten. Das heißt, wenn du dir andere Zielgruppenbesucher suchst, mit denen du dann gemeinsam etwas machst, im Marketing nennt man das Huckepack-Marketing. Also wer kann dich Huckepack obendrauf nehmen oder Räuberleiter-Marketing oder was auch immer. Das heißt, dass du durch andere Zugriff auf die Zielgruppe bekommst. Auch mal Cross-Promotion zum Beispiel machst. Du machst Werbung dafür, die machen Werbung für dich. Oder. Hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die du sozusagen machen kannst, aber dafür musst du deine Partner kennen. Wer steht am Anfang des Produktlebenszykluses oder vor deinem Produkt mit seinem Produkt? Wer steht nach deinem Produkt mit seinem Produkt? Mit wem könntest du da kooperieren? Du bist ein Schuhgeschäft und kooperierst mit jemandem, wo man Socken kaufen kann. Es gibt da tausende Beispiele, was man tun oder machen kann. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du mal für eine verrückte Marketingaktion gesehen hast. Da können wir vielleicht mal ein paar geile Ideen sammeln, würde ich mich freuen. Ansonsten freue ich mich immer über jede Art von Bewertung, Daumen hoch oder was auch immer. Wenn du uns mit deiner Geste etwas zurückgibst, sind wir dafür doppelt dankbar. Du sollst den Kanal abonnieren und einen Kommentar sollst du dalassen. Komm, yalla, voran jetzt!